Du kennst den Low-Cut-Filter zwar aus deinem Equalizer-Plugin, aber weißt nicht, wofür du ihn einsetzen sollst? Kein Problem, nach dem Intro erzähle ich es dir. Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Studio One. Heute mit Teil 1 meiner kleinen Miniserie Equalizer Basics oder EQ Basics. Und im Rahmen dieser Serie möchte ich mich mal mit dem wohl wichtigsten Plugin auseinandersetzen, das unsere DAWs mitbringen, nämlich der Equalizer. Mit dem Equalizer haben wir viele Möglichkeiten, das Signal unserer aufgenommenen Signale oder den Sound unserer aufgenommenen Signale zu formen und in den Mix einzupassen. Und weil es doch viele Mythen um den Equalizer gibt und einige Leute auch nicht die Grundprinzipien wissen, wie man einen Equalizer und seine Filterbänder einsetzt, habe ich mir gedacht, mache ich mal eine kleine Miniserie zu dem Thema und erzähle euch mal das, was ich darüber weiß. Wenn ihr weitere Informationen, Erfahrungen oder sonst was habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare, wenn ihr weitere Fragen dazu habt. Ich werde gerne versuchen, alles zu beantworten, was ich im Rahmen meiner Möglichkeiten beantworten kann. Aber heute wollen wir uns zuerst mal im ersten Teil mit dem Low-Cut-Filter auseinandersetzen. Wenn mir einer sagen würde, du darfst nur ein einziges Filter vom Equalizer mitnehmen auf die einsame Insel, dann würde ich wahrscheinlich sagen, der Low-Cut-Filter. Mit dem Low-Cut-Filter kann ich nämlich Signale schön sauber aufräumen. Und der Low-Cut-Filter ist für mich persönlich der Filter, mit dem ich sofort Klarheit in meine Mixe reinbringen kann, indem ich nämlich alle Einzelsignale, die zum Beispiel im Bassbereich nichts zu suchen haben, aufräumen kann und alle Signale darunter wegfiltern kann. Und gehen wir mal direkt rein. Low-Cut-Filter, was heißt Low-Cut? Low-Cut bedeutet ja, dass Tiefen abgeschnitten werden. Low-Cut, Cut bedeutet ja schneiden im Englischen. Andere Leute würden sagen, es wäre ein High-Pass-Filter. Das bezeichnet im Prinzip dasselbe. Der Low-Cut sagt, dass alles unterhalb einer Grenzfrequenz abgeschnitten wird und der High-Pass sagt, dass alles oberhalb einer Grenzfrequenz durchgelassen wird. Und wir schauen uns das Ganze mal wieder an Beispiel meines Lemmy-Songs an, und zwar hier speziell an der Thema-Gitarre. Ich habe hier mal einen Equalizer-Plugin reingeladen und da können wir uns mal die beiden Parameter angucken, die in der Regel jedes Equalizer-Plugin mitbringen sollte, sofern es denn in einer DAW mitgeliefert wird und jetzt nicht irgendwie einen klassischen Filter abbildet, der früher mal irgendwie nur mit zwei Drehreglern oder so funktioniert hat. Dieses Plugin ist relativ üblich. Hier der Pro EQ, der ist aber Pro Q, der ist relativ gleich zum Fab-Filter zum Beispiel, der deutlich mehr Einstellungsmöglichkeiten hat, aber im Prinzip genauso funktioniert. Und die Prinzipien von diesem Filter, von diesem Equalizer-Plugin sind auch übertragbar auf jede andere DAW. Das heißt, heute sind wir mal bei einem Thema, das nicht nur in Studio One so funktioniert, sondern die Prinzipien sind auch übertragbar auf Cubase, auf Logic Pro X und auf Pro Tools. Ich habe hier wie immer Studio One 3 Artist Version und da wird der Pro Q mitgeliefert. Und hier haben wir das Filterband vom Low Cut. Und wie ich gerade gesagt habe, haben wir zwei Einstellmöglichkeiten. Wir haben zum einen die Arbeitsfrequenz, ab der das Filter funktioniert. Das heißt, ich habe hier jetzt gerade mal 122 Hertz stehen. Ich stelle das mal auf 110 Hertz und sage ihm jetzt, dass er, wenn ich das gleich aktiviere, alles unterhalb von 110 Hertz gedämpft werden soll. Und wie soll es gedämpft werden? Das ist die zweite Einstellmöglichkeit, die wir hier beim Low-Cut-Filter haben, nämlich den Dämpfungsfaktor. Den kann man einstellen, der wird eingestellt in Dezibel pro Oktave. Wir haben hier, ihr seht das hier, 6 Dezibel pro Oktave, 12 Dezibel pro Oktave, runter bis 48 Dezibel Oktave pro Oktave Dämpfung. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, wie viel ist denn eine Oktave? Das ist relativ einfach. Eine Halbierung der Frequenz bedeutet quasi die nächst tiefere oder eine Verdopplung der Frequenz, die nächst höhere Oktave. Wenn wir von 440 Hertz Kammerton A ausgehen würden, wäre dann 220 Hertz die nächste Oktave runter. Der Ton klingt also eins tiefer als der Ausgangston, dann 110 Hertz die nächste Oktave tiefer und 55 Hertz wäre dann die nächste Oktave und so weiter und so fort, bis wir dann in den Supersbereich reinkommen, den man sowieso nicht mehr hören kann. Jetzt habe ich hier 24 dB Dämpfung pro Oktave eingestellt. Das bedeutet, 10 dB Dämpfung bedeutet ja eine Halbierung der Lautstärke, dass wir hier um den Faktor 2,5 bei 55 Hertz schon gedämpft hätten. 55 Hertz ist die nächst tiefere Oktave und 24 dB Dämpfung bedeutet dann halt also, dass das Signal fast 2,5-fach so leise ist bei 55 Hertz. Kann man hier auch oben optisch und grafisch schön sehen. Wenn ich das Filter mal aktiviere, dann seht ihr, dass hier bei 110 Hertz fängt die Dämpfung an
und ist dann quasi bei 55 Hertz, das ist ungefähr hier um 24 dB abgesenkt. Das ist schon gar nicht mehr im Bereich, den man hier sehen kann. Wenn ich das hier auf minus 12 dB senke, dann seht ihr das ein bisschen besser. Hier ist die Kurve jetzt ein bisschen flacher eingestellt und ihr seht bei 55 Hertz, das ist da, wo die Maus jetzt ist, da klicke ich mal rein, dann könnt ihr sehen, dass hier minus 12 dB Dämpfung stattfindet. Das heißt, unterhalb von 110 dB, unterhalb von 110 Hertz wird das Signal stark abgedämpft. Und jetzt könnt ihr euch fragen, wofür ist denn das gut? Ich meine, da ist ja nichts bei einer Gitarre zum Beispiel oder beim Gesang, aber weit gefehlt. Wir schauen mal rein und ich mache mal nur die Spur an, die wir jetzt hier hören. Und achtet mal speziell auf die Ausschläge, die hier im Bereich unter 100 Hertz stattfinden. Obwohl die Gitarre nicht extrem fett klingt oder sonst was irgendwie, sieht man, dass man hier Pegelausschläge bis zu minus 12 dB Lautstärke hat. Das heißt, die einzelnen Peaks hier in dem Tiefbassbereich schlagen bis minus 12 dB aus. Jetzt könnte man sagen, das ist nicht weiter dramatisch. Ich meine, das hört man ja eh nicht. Die Gitarre ist da ja nicht so laut. Aber das ist das Problem bei vielen Mixen. Denn es ist ja nicht nur die Gitarre, die in dem Bereich ein bisschen Gerumpel mitbringt, sondern es sind die anderen Gitarren auch. In diesem Fall habe ich hier ja insgesamt links, rechts und in der Mitte drei Gitarren, die schon gleichzeitig spielen, oder ich glaube, ich habe sogar vier Gitarren, die hier spielen. Das heißt, wir haben viermal Gitarren, die im Bereich unter 110 Hertz schon ein bisschen Signal mitbringen. Das addiert sich immer weiter. Der Gesang bringt noch was mit. Dann haben wir vielleicht noch Keyboards und so weiter. Und so baut sich in diesem Tiefbassbereich immer mehr und mehr Basssuppe auf, die eigentlich den Hauptinstrumenten, die da rumfunken sollen, nämlich die Bassdrum und den Bass komplett in die Quere kommen und den Bassbereich sehr, sehr vermulmen können und sogar weniger Klarheit im Bassbereich und weniger Druck ausmachen können, bis hin zu Phasenverschiebungen, die dafür sorgen können, dass der Bass vielleicht solo abgespielt super klingt, aber mit dem ganzen Gerumpel aus den einzelnen anderen Kanälen einfach so vermischt wird, dass gar kein Druck mehr aufkommen kann. Deswegen ist der Low-Cut-Filter auch einer der wichtigsten Filter, den wir beim Equalizer haben. Das heißt, bei jedem Signal, was wir haben, also nochmal, Gitarren, Piano, bei Gesang und allem, einfach alles unterhalb der Frequenz abschneiden, die im Prinzip im Tiefbassbereich nichts mehr zu suchen hat. Wie finde ich jetzt diese Frequenz, wo ich das rausschneiden kann? Das ist relativ einfach. Ich höre mir die Signale dann immer im Mix an und drehe das Tiefpassfilter oder den Low-Cut einfach so weit rein, bis ich den Eindruck habe, dass die Gitarre oder der Gesang oder welches Signal ich auch nehme, immer möglichst unverfälscht klingt. Ich also keine großartige Veränderung im Gesamtmix wahrnehme und dann höre ich mir das hinterher nochmal solo an und höre mir an, was ich da wirklich rausgefiltert habe. Und das wollen wir hier heute auch mal machen. Ich habe hier bei der Solo-Gitarre, bei der Thema-Gitarre habe ich jetzt dieses Filter hier reingeladen, den Equalizer, und drehe jetzt einfach mal, ich aktiviere den Low-Cut jetzt mal, wir drehen ihn einfach mal, ich stelle ihn auf minus 24 dB Einstellung, die Dämpfung ein, und den drehen wir jetzt einfach mal von 20 Hertz rein, während der komplette Mix läuft, und zwar genau bis zu dem Punkt, wo ich meine, dass die Gitarre sich unverfälscht anhört, aber ich schon einiges untenrum weggefiltert habe. So, los geht's. Ja, ich würde sagen 122 Hertz, da klang die Gitarre jetzt noch so, als wenn nichts passiert wäre, und trotzdem habe ich unterhalb von 122 Hertz schon mit einer Flankensteilheit von 24 Dezibel pro Oktave eine ganze Menge rausgefiltert. Am besten hören kann man das, was ich jetzt rausgenommen habe, indem man das Signal mal solo abspielt und das Low-Cut-Filter einfach mal deaktiviert. Das mache ich jetzt mal und dann aktiviere ich mal, dann hört ihr relativ zügig, wie viel von dem besslichen Bereich im Prinzip rausgenommen wurde. Solo abgespielt klingt die Gitarre jetzt ein kleines bisschen dünner, aber im Gesamtkontext, auch gerade mit Bass und Bassdrum und allen anderen Instrumenten, fällt das quasi nicht auf. Wir haben also immens was weggenommen vom Signal, ohne dass wir seinen Sound großartig verändert hätten. Und genau das, wenn man das wirklich auf allen Kanälen macht, summiert sich das wirklich so, dass im Tiefbassbereich und im Bassbereich so viel Platz ist, dass Bassdrum und Bass sich sauber durchsetzen können. Man kann jetzt rumspielen bei einigen Signalen, zum Beispiel beim Gesang könnte man jetzt mit der Flankensteilheit hier spielen, könnte die ein bisschen flacher stellen
dass der nicht so stark eingreift oder sogar auf minus 6 dB stellen und dann etwas höher reinfallen, dann seht ihr, dass die Kurve ein bisschen flacher abfällt und man kann dann trotzdem gucken, dass man eine relativ natürlich klingende Bassabsenkung hinkriegt, ohne dass das Signal jetzt stark verfärbt wird. Müsst ihr ein bisschen rumtüfteln, ist pro Signal auch ein bisschen anders, also beim Gesang anders als bei Gitarre. Bei Gitarre bin ich relativ rigoros, weil die Übergangsstelle zwischen Bass und Gitarre, die ist doch relativ klar definiert, irgendwo im Bereich zwischen 110 und 150 Hertz schneide ich da relativ zügig ab. Und dadurch habe ich einfach mehr Platz für Bass und Bassdrum und viel, viel mehr Klarheit im Signal. Man kann auch im Gesamtsignal, das nimmt man dann einen Sicherheits-Low-Cut, den kann man ganz am Schluss auf der Master-Summe, auf dem Masterbus setzen, indem man ein ganz steilflankiges Filter mit 48 dB nimmt und das dann bei 30 Hertz zum Beispiel einsetzt. Denn unterhalb von 30 Hertz braucht das Signal extrem viel Energie, aber zu hören ist da nichts und im Bereich, wenn man den Song zum Beispiel hinterher als MP3 noch kodiert, wird sowieso automatisch alles unterhalb von 30 Hertz abgeschnitten. Das heißt, wir brauchen beim Ausspielen brauchen wir im Prinzip sowieso nichts unter 30 Hertz. Gibt da nochmal ein bisschen mehr Platz dem ganzen Signal und es wirkt aufgeräumter. So, ein paar Kleinigkeiten waren das zum Low-Cut-Filter, warum es so wichtig ist und warum ich es so gerne einsetze auf den ganzen verschiedenen Signalen. Wenn ihr auch noch Einsatzgebiete habt, wo ihr den Low-Cut gerne einsetzt, dann schreibt es mir unten rein oder wenn ihr andere Tipps habt, wie man ihn noch anders einsetzen kann, alles einfach unten in die Kommentare, wenn es dir gefallen hat. Gib mir einen Daumen nach oben. Mit einem Abo verpasst du auch die nächste Folge nicht. Nächste Woche Teil 2, wir nehmen die Shelving-Filter mal dran und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir die beste Woche, die du haben kannst. Mach's gut und Yassou.